Das war ja ein ziemlicher Aufreger in der letzten Woche für alle Autofahrer, die jetzt kurz vor dem Urlaub in Richtung Österreich oder Italien standen. Das Landratsamt meldete, dass es für Autofahrer, die einen Bindestrich in ihrem Kfz-Schein im Kennzeichen haben, möglicherweise Bußgelder von bis zu 500 Euro gibt. Und dann plötzlich Kommando zurück. Das Landratsamt meldete in dieser Woche, es gäbe keine konkreten Hinweise darauf, dass in beiden Ländern für Autofahrer diese Bußgelder erhoben werden. Da haben wir uns natürlich schon gefragt, wie kann es passieren, dass gerüchteweise so ein Aufwand betrieben wird. In allen Landkreisen in Deutschland hat es wohl diese Nachrichten gegeben. Wir haben recherchiert und versucht mal rauszukriegen, wo sind denn diese Meldungen hergekommen. Bis zur Stunde gibt es nichts anderes als Gerüchte. Einmal war die Rede davon, dass Autofahrer das gemeldet haben. Dann wiederum soll es ein Automobilclub gewesen sein. Auf alle Fälle, auf den Zulassungsstellen war so viel los, dass die Landratsämter jetzt Gemach, Gemach sagen, damit Autofahrer nicht aufgeschreckt sind und sich jetzt Zeit lassen können, ihren Kfz-Schein umzutauschen.